Na, viel Spaß in meinem Camp und wir schauen uns Bombis Camp an. Das beste Restaurant Appalachias. Wisst ihr Bescheid, ne? Falls ihr was Gutes zu essen wollt, besucht Bombi, der ein bisschen schneller ist als ich. Ich mach noch schnell sauber. Mach mal, bis ich da bin, ist eh morgen früh. Plastik beschenkt uns ständig aufs Neue. Es muss hier noch mehr Haben wir eine Plastik schöne geben. Palme. Friends, welcome. Hi. Bye. Er hat einen perfekten Kuchen. Den habe ich ihm geschenkt. Hi. Hab ich das vielleicht sogar? Jetzt haben wir es. Fastnacht ist gerade vorbei. Wunderbar. Herrlich. Ich mag das Camp. Habe ich neue Rezepte gesammelt. Es lahmt aber so ein bisschen. Der eine Hinterlauf ist hinüber. Cool. Finde ich gut. Was hat er denn noch hier so? So viel Müll. So wenig Zeit. Ganz viel Zeugs. Blutbeflecktes Zeugs. Was? Was für Munition laufe ich eigentlich rum? 308er? Scharfschützengewehr? Sei nicht zu gemein zum alten Jolly Jumper. Der lahmt. Der eine Hinterlauf. Komm gucken. Zusammen wie überschüssiger Kleber. Hinten rechts. Hinten rechts lahmt er. Er ist alt. Sei nicht so böse. Das war doch nur eine Feststellung. Meine Güte. Entspann alles, dich. Kampfflinte kann weg. Das heißt, ich mag sie. Oh, gleich sind wir beim nächsten Teil. Cool. Blutadler. Dein Scheiß Ernst.
Ich habe eben noch gesagt, wir laufen auf der Straße, da müssen wir nicht so viel verschießen. Hat sehr gut funktioniert. Au. Genau, versteck dich genau da, wo ich mich auch verstecke. Nette Theorie, ja, das macht das Spiel immer. Das Spiel kann mich einfach nicht leiden. Einmal weniger zu stopfen. Ja, weil du tot bist. Hast du gescheite Munition? Oh ja, cool. Den Pack nehme ich auch. Aha, getroffen. Edgy Badge. Noch jemand. Danke. Holy shit! Der Transporter möchte mitmachen. Eieiei. Erfüllen wir ihm den Wunsch. Bin ich voll dran vorbeigelaufen. Mich volle Kanne abgelenkt hier. Trinken. Da. So, wir fressen ein bisschen Hundefutter, weil wir es können. Und hauen uns ein Red Away rein. Und dann geht es zum... Ich hatte eine Mutation. Mensch. Geht das zum letzten Teil? Die snipe ich weg, du. Jetzt hör halt auf, dich hinterm Schild zu verstecken. Was ist mit dir? Warum? Warum bist du, wie du bist? Die Floater hasse ich wie die Pest. Ich finde die auch nicht so cool. Ah, ah. Au, au. Du bist doof. Ich hab eine Schrotflinte. Geh weg. Oh, warum ist der denn Stufe 50? Warum bist du Stufe 50? Ah. Ich habe gerade in meinem Inventar einen nicht fertiggestellten Grubenhauer-Kübel entdeckt. Oh. Ich habe das Ding hergestellt und die Monster von Grafton Maske bekommen. Ja, GZ. GZ. So, jetzt haben wir den da hinten noch, den einen. Der sich gerade sonst wohin teleportiert hat. Da hinten ist er.
greife nichts. Brennstoff! Big B's Raststätte, nice. Hast du hier Munition? Kronkorken hast du, das ist auch was. Kronkorken sind auch was. Fusionszellen, brauche ich nicht. Eigentlich. Right away. Die unaufhaltsamen 4, die will ich haben. Der wurde mit einem Tafelmesser erstochen. Hinten ist Munition. Muss da nur hinkommen. Ah, 556er und 45er. Nice. Kampfscharfschütze. Nee, danke. Cool. Bisschen Munition haben wir. Minimal, aber. Wird schon schief gehen. Sonnenbrille. Was haben wir hier drin? Eine Nudelschale. Ist noch gut. Kann man noch essen. Cool, dann gehen wir weiter. Ich habe Fallout 76 gespielt, als es rauskam. Ich muss sagen, es hat sich zum Positiven entwickelt. Lord Grimley, da stimme ich dir zu. Ich habe es auch gespielt, als es rauskam. Dann habe ich Ewigkeiten Pause gemacht, bis das Wastelanders Update rauskam. Aha, Fotomodus, woo! Und dann habe ich wieder richtig angefangen. Und nun? Gib Rose das Holoband. Wir müssen zu Rose. Einmal kräftig porten, bitte. Dann geben wir Rose das Holoband. Und dann, sprich mit... Nein, geh weg. Er verkauft Munition. Vielleicht gehen wir da gleich mal gucken. Vielleicht hat er Munition für uns. So 45er oder 556er. Nope, hat er nicht mehr. Schade. Dammit. Na gut. Dann müssen wir überlegen, was wir tun. Er war Bombi schneller. Dammit. Hey, Rose. Oh, sie wollen da wohl ein.
einfach nur ein bisschen rumsitzen und Platz wegnehmen, oder? Richtig. Oh, für mich? Wie aufmerksam. Mal sehen. Scheint kein Virus zu sein. Ich könnte es scannen auf... Ach, wissen Sie was? Ich könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Sehen Sie? Ich hab doch gesagt, dass dieses Mädel was drauf hat. Wie schon erwähnt, kann ich die Raider nicht neu aufbauen, wenn hier überall Verbrannte rumkriechen. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mein Leben riskiere. Ein sehr erfreulicher Aspekt. Ach was. Sieht aus, als hätten wir eine Abmachung. Cool. Ich nehme Ihnen das Verbindungsgerät ab. Abby hat Anweisung zum Einbau gegeben. Nicht, dass ich sie bräuchte. Also sind Sie erstmal aus dem Schneider. Ihnen bleibt wohl erstmal nur zu Ihrem Bunker zurückzukehren für die nächsten Schritte. Hörst du das, Madigan? Endlich ist die Mission erfüllt. Dieser Lean Body Mass hat günstige Outfits im Angebot. Schatzsucher für einen Kronkorken. Hey, guck mal, da unten wohnt Silberfuchs. Hat er denn sein Camp? Rainer mit AI, ganz wichtig. Da unten. Bombi, nicht bewegen, ich komm zu dir. Ah, das war ein schönes Foto. Ich habe einen Verbrannten getötet und er ist auf der Matratze gelandet. So. Sind wir hier unten? Wo hat er denn sein Camp? Wo baut er denn? Da unten. Müssen wir erstmal überall vorbei. Komm, dann können wir diesen Punkt hier gerade mitnehmen. Darf ich den Wald nicht entdecken? Dann halt nicht. Hi. Du hast eine schöne Maske auf. Das ist ein interessantes Camp. Sieht aus wie ein Mannequin. Gib Ruhe. Nuka-Cola-Uhr für 2000. Ah, nee, danke. Schatzsucher-Outfit. Für 5. Verfluchte Spitzhacke. Hervorragend. Gibt's noch günstiger im anderen? Komm, gönnen wir uns die Lichtleiste. Warum? Oh, guck mal, ein Schatzsucher-Outfit. Ja, Mensch. Stabiles purpurrotes Flux. Ein Western-Outfit.
Die kann ich alle nicht tragen, die sind über meinem Level. Schade. Flo, vielen lieben Dank für dein Follow. Danke. Vielen lieben Dank. Die Hälfte der Dings habe ich schon, aber was soll's? Kleinen Leuten schmeißt man gerne Baupläne hinterher. Nice. Nice. Rezeptkarten. Bufft das. Hervorragend. Notizen. Wenn ihr plüscht hier. Cool. Den hatte ich auch schon. Aber. Doppelt hält besser. Nice. Cool. Dort, wo du gerade bist, der hat 556er. Wo bist du denn? Da unten bist du denn. Mir wurde gerade 556er ausgekotzt. Nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Cool. Hervorragend. Wunderbar. Nice. Kann ich hier die ein oder andere Waffe nachladen? Ida zum Beispiel. Werde nie vergessen. Wie mir eine dafür hinterhergerannt ist und mich angeschossen hat, nur um sein Zeug loszuwerden. Oh ja, das ist immer wieder lustig. Das ist immer wieder lustig. Abschaltung! Was? Die Abschaltung steht kurz bevor. Oha! Ja, tschüss, Fallout. Ja, tschüss, ne? Dann, horten wir uns zu Abbys Bunker und machen dann da... Wir wechseln die Welt, machen dort weiter. Da unten möchte ich nicht stehen, alleine. Das könnte ekelhaft werden. Je nachdem, was da unten so rumkreucht und fleucht. Zelt. Wir stellen unser Zelt hier irgendwo auf. Genau da. Und wir wechseln die Welt. Zurück in den Bunker. Benötigt Terminal. Mal gucken, wie weit ich bei der Season noch komme. Wie gut das noch funktioniert. Ich bin jetzt bei Rang 51. Die Hälfte habe ich. Wow. Sammelt Kronkorken. Nice. Der erste Schritt ist ein Kinderspiel. Such in meinem Schreibtisch nach einem mit Master beschrifteten Holoband. Es enthält alles, was du brauchst, um das zu erledigen. Danach begibst du dich zur alten Waffenkammer in Harper's Ferry. Du musst das Programm namens Waffenkammerzugriff auf dem Haupteingangsterminal installieren, um hineinzukommen.
Nachdem du es hochgeladen und installiert hast, gibt es noch eine weitere Aufnahme für dich. Sorg also dafür, dass du in Sicherheit bist, um sie dir anzuhören. Wir sind nach einem Angriff von Verbrannten aus Harpers geflohen. Also wer weiß, was da mittlerweile lebt. Sei vorsichtig. Okay. Gut, wir müssen das Teil hochladen. Kriegen wir hin. Diese Rüstung, die ist besser. Auch wenn die Tragekapazität plus 5 hat, aber die ist besser. So, wo müssen wir das hochladen? Da müssen wir es hochladen.